So, da sind wir bei Sorry Game, weiter geht's. Wir wurden letztes Mal Zeugen einer spontanen Gehirnexplosion. Das war schon ein bisschen awesome, würde ich sagen. Und da ich hier unten nicht mehr wirklich einen Plan habe, was ich machen kann, geht's einfach mal da hoch. Weil hier scheint nicht mehr viel zu geben für uns. Deswegen, erstes Stockwerk für uns. Und holy fuck, da ist mal direkt wieder ein Unmengen an Gulasch. Und da man sieht, das kam alles aus einem raus. Oder waren es 10 Leute oder 15 Lilliputaner, ich habe keine Ahnung. Oder 23 Mexikaner, was weißt du nicht? Völlig egal, was es war. Es ist einiges. Oh, hi. Okay. Darf ich dann in diese ominöse Bibliothek reingehen, oder? Wo ist die? So. Holy shit. Was war das denn? Was war das für ein Geräusch? Strange. Klang wie ein, keine Ahnung. Wie Knurren oder so. Oder was auch immer. Nicht knacken, weil, nö. Dahinter ist... Oh. Nein, nicht knacken, weil dahinter ist sicherlich... Hallo? Wieder irgendwas, was ich eh nicht brauche. Aus dem Grund... Kriege ich jetzt mal in die andere Richtung, weil da ging nämlich auch noch ein Weg lang. Alter, was ist das, Mann? Das klingt wie ein verdammter Drache. Hast du da Drachen unten? Hast du da... Jigsaw, hast du... Hast du einen Drachen in der Bibliothek stehen? Alter, ich box doch. Ich kämpfe doch nicht gegen Drachen mit den Fäusten. Soll ich gegen Drachen mit den Fäusten kämpfen? Das ist wirklich... Da ist es das, was du willst. Bist du da ganz sicher, Jigsaw, hm? Alter, da bist du ja. Ist das ein verdammter Drache? What the fuck? Hat er jetzt bemerkt, dass wir hier hinten oben stehen oder was? Oh, das ist ein Crack in the Wall, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Crack in der Wand. Wie nennt man das eigentlich? Ein Riss. Dankeschön. Gehirn, danke. Manchmal magst du mich. Selten, aber es gibt Situationen, in denen du mich eigentlich noch ganz gut leiden kannst. Muss ich auch ehrlich zugeben. Okay, irgendwie hat er sich ganz cheap, Poussoir-mäßig mit dem Zaun geschützt. Gut, da können wir nicht durch, also... Boxe ich die Wand auf, ganz klar. Das, was ich am besten kann. Wand aufboxen. Yes, und durch da. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich... Eine Sicherung, ja. Damit. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich der Weg zur Bibliothek ist. Wir werden sehen, wenn wir ein bisschen weiter vorangeschritten sind hier. Okay, verwirrt mich irgendwie alles ein bisschen... Komisch. Wir sind irgendwie zwischen den Wänden halt, keine Ahnung. Warum auch immer. Ist einfach so. Nicht weiter drüber nachdenken. Opa. Wo kann ich denn landen, dass es nicht wehtut? Nirgendwo, habe ich recht? Ja, wahrscheinlich nirgendwo. Ah, nice. Okay, wir sind ein kleines Stückchen weitergekommen. Das ist einfach so ein extrem geiles Gravity da drin, Mann. Das sieht echt cool aus. Was haben wir denn sonst hier noch Feines? Nichts! Nein, Nagelbase-Verschläger ist unsinnig. Nee. Zeug, das ich nicht brauche. Hier, nichts, absolut gar nichts. Mein Gott, das kann doch nicht sein. Also ist hier wenigstens irgendwas drin? Da muss doch irgendwas drin sein. Ach, diese Rätsel sind so scheiße. Ach, komm schon. Oh mein Gott, jetzt geht's Viereck wieder los. Jetzt komm schon. Jawohl! Und ich hab natürlich volle Gesundheitshypos. Ah, scheiße. Hätte ich vorher nachschauen sollen. Naja, völlig egal. Da liegt ein Tonband. Hören wir mal ganz kurz rein. My master apprentice seeks to surpass me by sabotaging your game. He has the only key to escape my final gauntlet. Use your surroundings to defend yourself. What will you do to live, detective? Alles, was nötig ist, mein Freund. Wenn es sein muss, kacke ich ihm in den Hals. Besiegen Sie den Schweinekopf und holen Sie die Bibliotheksschlüssel. Ich glaube, die meinen den Schweinebärmann. Müssen wir jetzt echt gegen den kämpfen? Ach du heilige Scheiße. Ist das dann der Endboss oder so? Fucking bitch. Who's there? Tja, guess who? Fucking Schweinebärmann. Oh Gott, ich sehe schon. Wie Tepp am Artikulieren ist in der Fenster. Geh da weg, du bist traurig. Oh, zu spät.
Ja, das war, ja, war zu spät. Pech. Hier riecht irgendwie nach Würstchen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Okidoki, dann wollen wir mal gucken, müssen wir wahrscheinlich mit dem Strom besiegen oder so, ne? Schätze ich jetzt einfach mal, dass wir den wahrscheinlich da drauf locken müssen irgendwie. Und dann den Strom aktivieren. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. What the fuck? Okay, die Tür hat einfach mal wieder eine Anzeige, ob sie verschlossen oder offen ist oder überhaupt irgendwas. Betäubungsfallenpläne, na fuck it. Freunig! Schweinebermann-Boxen jetzt! Das ist mein Ziel. Das ist das Einzige, was ich jetzt... What the fuck? Ach du heilige Scheiße, Minecraft-Man! Warum ist Minecraft-Man eigentlich so angepisst? Alter, ich soll den Gruß von Mutter Minecraft sagen übrigens. Mutter Minecraft! Ja, so ist es. Chitol Patrat. Wo geht's denn hier raus? Aha. Die Falle entschärfe ich doch. Ach du heilige Scheiße, wo kommt der denn her? Was? Was? Wer von da wohl hinkam und mich unboxt und ich bin tot. Fertig. Keine Diskussion. Was war das denn? Alter, ich hab nachgedacht, Mann. Was ist mit dir los? Okay, wo darf ich denn anfangen? Fuck. Fuck, 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 Mann. Okay, wenigstens hier. Also hier geht's wahrscheinlich raus, habe ich recht. Ja, hier geht's raus. Gut mitgedacht. Oh, shit, da ist er. Oh Gott, was? Oh, was? Oh Gott, okay, da kann mich auch packen, Mann. Das ist ja mal ein Arsch, ey. Aus. Ich muss hier rein. Und zwar muss ich... Oh ja, die Tür aufmachen. Das ist super. Oh Gott. Oh, es ist übel, Mann. Es ist übel, Mann. Aber der zieht mir dadurch, glaube ich, jetzt keine Energie ab, oder? Habe ich das falsch gesehen gerade eben? Was machst du denn da? Hallo? Ach, jetzt rennst du wieder hier rum. Du bist doch ein Arsch, bist du doch. Komm schon. Ja, schließ die Tür, Mann! Oh, fucking Glitch! Oh, echt jetzt? Ist der gerade echt mit der Tür rausgeschoben worden? Er ist schon ein bisschen cheap programmiert, muss man schon sagen. Oh Gott, verwirrt mich das. So, noch einen mitgegeben. Oh ja, mach an. Jawoll. Yam yam, mag jemand Schweinefleisch? Gewalt erzeugt Gewalt. So sieht's aus, mein Freund. So, dann würde ich sagen, gib mir den Schlüssel oder dann esse ich dich. Yes, er hat ihn. Ich würde dich so gern teabaggen, aber ich kann leider nicht. Treten Sie die Bibliothek. Machen wir sofort. Ich gucke mich hier nochmal ganz kurz um hier, ob es hier irgendwas gibt. Das Areal war wohl darauf ausgelegt, dass es hier einen bisschen größeren Kampf gibt, als das, was ich gerade gemacht habe. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch boxen können mit irgendwas, aber das wäre ja mal total unsinnig gewesen, wenn wir hier eine riesengroße Elektrofalle haben, die wir gut benutzen können. Das ist eindeutig die Bibliothek. Okay. Gut. Wollen wir rein da. Okay, was erwartet uns hier noch? Also, ach, viel kann er da gar nicht mehr kommen, wenn wir jetzt den Schweinemann umgeboxt haben. Hm. Oh, shit. Ich habe das dumme Gefühl, dass er bald Gas reinströmt. Ja, ich hatte recht. Shit, ich hatte recht, okay. Jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir das machen. Das ist blöd. Ich mag doch solche Rätsel gar nicht. Das komische Ventilrätsel. Komm ich gar nicht drauf klar. Funktionieren bei mir irgendwie nie so wirklich. Okay. Warte mal, was habe ich denn hier gemacht? Das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Also, Mist. Auf zu leiden, Tab. Auf zu leiden. Shit, dieser Stick. Ich finde es total bescheuert, dass man es erst mit dem Stick machen muss.
Warum in aller Welt soll ich das mit dem Stick machen müssen? Ah, ernsthaft. Okay, was passt hier denn? Shit, was passt hier denn? Ich glaube, ich habe schon von Anfang an die falschen Dinge gewählt hier. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie... Oh, wobei doch, das ist sogar gehen hier. Ja. Warum eigentlich nicht? Oh Gott, meine Energie. Ich sehe sie nur blinken nebenher. Ich heile mich mal ganz kurz. Damit ich jetzt nicht drauf gehe. Ich glaube, ich hab's gleich. Dass wir müssen gleich aus diesem Raum raus sein. So, jetzt weiter. Das passt nicht so ganz. Das ist auch nicht gut. Das hier. Das ist es. Irgendwie. Irgendeine Kombination. Shit, nein, was ist es? Oh, was ist los? Das passt einfach mal nicht drauf. Ah, Bullshit. Okay, dann muss ich nochmal hier rausgehen. Ist ja nicht so, dass ich drauf gehe. Nebenher so. Bemerkt mal so, ja, ich gehe drauf nebenher. Ist es überhaupt das Äußere? Ist es überhaupt richtig das Äußere? Das weiß ich gar nicht. Es kann auch sein, dass es total grott falsch ist. Und ich mir jetzt eigentlich mal irgendwie richtig verbaue hier. Oh Mann, das ist echt kein einfaches. Aber jetzt könnte ich irgendwie... Ja, ich hab's, glaube ich. Jawohl, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, gerade so nochmal geschafft. Gut, 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 gut. Diese Ventilritze sind nicht meine Freunde. Nein, das sind... Da bin ich immer mit Drachen und Krokodilen befreundet. Aber mal richtig. Wow. Freedom and Truth. Habe ich jetzt die Wahl, oder wie? Ah, da ist ein Band. Dankeschön. Ich dachte schon. Ich heile mich mal kurz vorab. Mmh, rein mit dem Scheiß. Oh yeah, Füße durch die Venen fließen. Okay. Dann schauen wir doch mal, was hinter dieser Tür liegt. Ich bin auf jeden Fall jetzt in der Bibliothek drin. Unschwer zu erkennen. Boah, was ist das denn hier für ein Thron aus? Ach was, guck an, wer da ist. Billy und Jigsaw. Ihr habt doch was miteinander. Ich frage mich, wer der Mann der Beziehung ist. Ich will Freiheit, glaube ich. Natürlich. Natürlich muss ich einen Schlüssel finden. Das wäre auch viel zu einfach, wenn man mir einfach mal den Weg frei machen würde und sagen, alles klar, hey, du hast so viel geleistet. Du kannst gehen. Falsch, Alter, falsch. Sowas macht man hier nicht. Hurry, ja, danke. Das glaube ich dir sogar. Okay, verriegelt, nicht gut. Au. Die hat sich gerade geöffnet. Gut. Okay, hier raus. Gott. Wohin renne ich eigentlich gerade? Ich muss irgendwie durch irgendwas finden. Schlüssel oder so. Ich gehe mal hier runter. Oh Gott, da ist auch noch Minecraft-Man und noch irgendeiner im Rohrmann. Shit. Ich gehe da mal, Jungs. Ich gehe hier wieder hoch. This is the end. Yeah, gib's ihm. Ich habe leider keine Zeit. Ich kann leider nicht weiter zuschauen. Wo muss ich denn hin? Oh, guck mal, da oben. Das ist eine Treppe. Wahrscheinlich habe ich einfach nur durch den Raum hier durch müssen. Kann sein. Wenn ja, habe ich das gerade so hingekriegt. Hier muss ich nicht... Ah, bingo. Hier geht's weiter. Okay. Ja, meine Schuhe unter anderem, verdammt nochmal. Wenn ich hier raus bin, ich will meine Schuhe zurück. Oh mein Gott. Was? Hier muss es irgendwo ein Ventil geben, wie es aussieht. Ah ja, da hinten ist ein Ventil. Kann ich damit den Strom... Warte mal, was? Wird hier den Strom ausmachen? Wie bescheuert ist das eigentlich? Nein. Das Ventil ist nicht zum Strom ausmachen, das Ventil ist zum, zum Wasser abfließen lassen. Was brauche ich? Ah nee, da hinten ist Gas, natürlich. Nee. Oder Dampf, der da aus den Rohren rausströmt.
Ich glaube, der ist ein bisschen heiß. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt so rankommen. Wo ist es denn? Nein, Tab, hör auf. Mach keinen Scheiß mit mir. Wir müssen wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts, aber das schaffst du schon. Jetzt kann ich nämlich hier drüben durch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sieht bisher gar nicht so übel aus, muss ich sagen. Mal schauen, wie lange es noch so ist. Ich bin mal gespannt, weil wir haben 10 Minuten Zeit. 10 Minuten sind auf der Uhr drauf. Und in 10 Minuten kann er mich allerlei Scheiße machen lassen, wenn er hier fein ist. Der Schlüssel! Ach was! Du gibst ihn mir einfach so. The choice is yours. Halleluja! Oh mein Gott, wie geil! Kehren Sie zu den Entscheidungstüren zurück. Sehr gut, Leute. Ich würde sagen, hier machen wir einen kurzen Cut rein. Und beim nächsten Mal entscheiden wir uns für die Wahrheit oder die Freiheit. Wir werden sehen. Bis dahin. Haut rein.